So, hallo Leute, so. Ich habe was Interessantes für euch. Die einigen kennen das bestimmt schon, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, wollte ich kurz mal dieses Video machen. Und zwar geht es darum, wir haben ja neue Stempelkarten in dem Sinne. Falsch. Hier, das sind ja alle. Großteil habe ich abgeschlossen, fehlen jetzt noch zwei, die sind deaktiviert im Moment. Und weitere kommen erst, ich glaube, nächste Woche wieder. Oder Donnerstag. Ich weiß nicht ganz genau. Aber dann kann man ja gar nicht mehr wirklich leveln, ne? Man hat ja noch dann jeden Tag tägliche. Die geben jetzt aber auch nicht so viel. Die geben nur 17.000. Das reicht noch nicht mal für ein Level. So. Es gibt aber noch etwas, was man dann jeden Tag machen kann ab 16 Uhr. Und das war der Kreativmodus. Da gehen wir jetzt mal rein, kurz. Und zwar hier, Kreativmodus. So, im Kreativmodus gibt es einen Trick, und zwar alle 15 Minuten kann bis zu 1 Stunde 15 gemacht werden. Alle 15 Minuten bekommen wir hier unten 25.500 EP. Das sind insgesamt für 1 Stunde 15, insgesamt müssen das 127.500 sein. Das ist eine Menge. Damit würde man, wenn man die täglich noch mit zurechnen, gerade so zwei Level noch schaffen. Vielleicht schafft man zwei, je nachdem, wo der Strich gerade ist. So kann man sich jeden Tag zwei Level abholen. Es sei denn, Apple gesagt, ja, wir tun jetzt wieder einiges mehr rein. Dann ist das mit dem Kreativmodus nicht mehr notwendig. Aber für den Moment, da man ja eh Level 200 erreichen muss, damit man alle Stile und so freigeschaltet hat, kann man sich eigentlich für die Season bis zu 150 Level dadurch leveln, wenn man jeden Tag kreativ geht. Klar, es wird noch mehr Stempelkarten und so geben, aber damit würde man locker 200 erreichen. Ist eigentlich ziemlich gut. Ihr könnt das, was weiß ich, ihr seid jetzt... Ihr geht einfach in den Kreativmodus rein. Ihr könnt ein bisschen spielen, das wird dann auch gezählt. Oder ihr geht jetzt bei, was weiß ich, steht hier in der Ecke und wartet dann eine Stunde 15. Das läuft alles weiter. Es kann sein, dass dann auf einmal es anfängt, dass der Sturm losgeht. Macht euch da keine Sorgen. Sollte der Timer auf 0 gehen, geht das immer wieder weiter hoch, weil es sind insgesamt 4 Stunden, die man drin bleiben darf. Bei ins ungefähr so 2 Stunden 40, beziehungsweise bei mir ist immer so 10 Sekunden runter, dann kriege ich die 25.000. Ja, so kriegt man halt die EP. Ja, was kann man in der Zeit machen? Was weiß ich, kurz einkaufen gehen, am PC irgendwas machen. Ansonsten ist es eigentlich ziemlich gut gemacht.